Hallo Leute, heute will ich euch noch etwas über Analphabet erklären. Also wann ist man denn ein Analphabet? Von meiner Sicht her, ich zum Beispiel kann ja überhaupt nicht lesen. Und das folgt zum Beispiel so aus, ich kann zum Beispiel kaum so gut wie gar nicht lesen. Ich kann zum Beispiel nur kleinere Wörter lesen. Und ich hatte ja damals mit 4 Jahren ja die Meningitis bekommen. Und es wurden dann gewisse Bereiche in das Gehirn beschädigt. Und deswegen kann ich nicht so gut lesen. Und ich beantworte hier die Frage, die vielleicht ich schon bestimmt schon ein paar Leute gestellt habe. Wie beantworte ich dann zum Beispiel eure Kommentare unter den Videos? Die kann ich da dann direkt mal auch hier noch zusätzlich beantworten für euch, was ich schon bestimmt ein paar Leute gefragt habe. Bekam man jetzt wieder einige Abonnenten mehr. Ganz einfach, ich lasse meine Texte mit Google Übersetzer vorlesen lassen. Google kennt ja jeder. Google Übersetzer gebe ich ein. Da komme ich auf die eine Seite. Und da kann ich mir mit Google Chrome, mit dem Internetbrowser, alle Texte von euch vorlesen lassen. Ganz normal. Und ich kann dann meine Texte auch reinsprechen lassen. Habe hier ein Mikrofon. Und dann klicke ich unten rechts bei Google Übersetzer selber einfach auf das kleine Mikrofon, was da unten abgebildet ist. Und dann kann ich da meine Texte auch reinsprechen. Wie man das zum Beispiel auch von Handys kennt oder von anderen Geräten. Da kann ich meine Texte reinsprechen. Und so fällt mir das Lese oder nicht lesen können eigentlich nicht so auf. Weil alles, was ich mir vorlesen lassen will, lasse ich mir vorlesen. Also ich kopiere das einfach und lasse mir es dann da drin vorlesen. So viel dazu. Und auf jeden Fall, wie wirkt ein Analphabet auf das Leben aus? Also das heißt zum Beispiel, viele nehmen hier einen nicht oder viele Arbeitnehmer nehmen hier einen nicht, wenn man nicht lesen kann. Weil ich denke, dass, also die meinen dann, der kann nicht lesen, supi. Aber wie ich meine Beurteile so auch, wenn einer nicht lesen kann oder nicht so gut, trotzdem kann er dieselbe Arbeit machen, die der andere auch mal tut. Nur der braucht halt eben ein paar kleinere Hilfsmittel, damit er halt eben da arbeiten kann. Und das ist das ganze Problem. Und die viele Arbeitgeber wollen diese kleinere Hilfsmittel, sage ich mal, nicht bezahlen. Das Einzige, was ich dann brauche, wenn ich dann bis hier arbeiten würde und zum Beispiel designen würde mit Photoshop oder so und dort aber schon mal Google-Besetzer benötige für meine Texte da reinzusprechen, die ich dann später zum Beispiel in Photoshop reinkopieren werde, um die dann weiter zu bearbeiten, brauche ich einfach nur ein Headset oder ein Mikrofon. Headset lang eigentlich schon ein billiges, für auf den Arbeitsplatz natürlich und ja, halt über Internet, da ich Google-Besetzer öffnen kann. So viel dazu. Halt über das bei Analphabet bin ich auch teilweise auch eingeschränkt in viele Dinge. Früher war es zum Beispiel so, weil ich kurz noch erläutern kann. Ich kannte Google-Besetzer noch überhaupt nicht. Null, gar nicht. Und dann habe ich immer einer gebraucht, zum Beispiel meine Mama, die mir da eben dann die Texte vorgelesen habe. Das ging von 6 Jahre bis, ich sag mal, knapp 17 ging das. Hab erst circa ab 17, wo ich 17 war, habe ich herausgefunden, oder kurz vor ich 18 geworden bin, habe ich herausgefunden, dass er mit Google-Besetzer mir die Texte vorlesen kann. Das war ganz zufällig. Hab so ein YouTube-Video angesehen und da hat er mit Google-Besetzer geöffnet. Habe ich auf Spaß auch mal gemacht. Einfach mal testen, was er so bringen tut. Und dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, das kann sogar meine Texte vorlesen lassen und auch reinsprechen. Okay, so viel dazu um Analphabet. Ich hoffe, ich konnte euch besser erklären über mein Analphabet.
Da sage ich mal, bis das nächste Mal, Leute, und haut rein.